Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Tacheles und hallo, Leute, ich begrüße euch. Es ist Games & Rock'n'Roll hier am Start. Hier ist das zweite versprochene Video vom Highliner Waffentest. Also, wenn ihr das Video gerade, Videonummer 4 wäre es dann, glaube ich, geguckt habt. Oder? Ne, Video Nummer 3. Das hier ist dann Video Nummer 4 aus meiner neuen nummerierten Videoreihe. Auf jeden Fall das Vorgängervideo von dem. Wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich noch dabei bin, hier das Waffensetup vom Highliner ein bisschen auszutesten, gucken, was man da so machen kann, inwieweit man da mit den Jumpjets was ausspielen kann und so fort. Und ja, der Test, der verlief halbwegs erfolgreich und so. Es hat gut funktioniert. Definitiv das Waffensetup, aber ich war ziemlich schnell hinüber. Aber es war ein insgesamt sehr geiles Match, muss ich sagen. Ich habe die Aufnahme frühzeitig beendet, als es 6:6 stand. Und es war wirklich so, dass eigentlich die ganze Zeit immer bam bam beide Teams jeweils direkt instant einen Kill gemacht haben. Also immer, wenn wir einen gekillt haben, haben die einen gekillt. Also als mein Mac umgefallen ist, ist auch von denen ein Mac umgefallen und sowas. Und das war ein wirklich sau cooles Match. Mich hat es zwar auch ziemlich schnell hingerafft, aber so für den ersten Waffentest war es eigentlich ganz cool. Und zum Schluss hin, ich wollte eigentlich auch erst das Match beenden und eine Runde mit meinem anderen Highliner drehen. Aber ich habe es mir dann zu Ende angeguckt und da war dann in unserem Team noch ein Raven über und im gegnerischen Team ein Stalker. Der Raven mit 2 Large Lasern und fast 140 km/h und der Stalker mit 4 Large Pulse Lasern. Und noch relativ guten Schuss. Und der Raven hat es tatsächlich geschafft, ihm ein Bein komplett zu entfernen, ein anderes Bein Panzerung runterschälen. Und orange färben und den Center-Torso sowie den Right-Torso Panzerung runterschälen. Und auch tatsächlich die kritischen Bereiche des Mechs dann rot zu färben. Also ein wirklich mordsmäßig geniales Match. Auch wenn ich halt verkackt habe. Solche Matches liebe ich, wo es dann halt wirklich so richtig fette Massenschlachten sind und sowas. Au. Father Marker. Klar, ey. Zweimal geschossen und direkt Weapon jammed oder was? Schnell wieder weg, ey. Das kommt davon, wenn man so doof daherlabert und so, ne? Ich habe echt nicht dran gedacht, dass hier da auch mal dann so schnell fies was über den Hügel kommen könnte. Und direkt hier, oh, einiges an Panzerung eingebucht. Full Team of GKs. Oh, beim Gegner fehlen schon 2. Das könnte für mich zumindest für meine Waffentests ja mal ganz nett sein. Auf jeden Fall, um das Ganze zu beenden, das Video gerade, das war halt wirklich, das Match, das war ein mega geiles. Und jetzt checken wir mal, Hitzeeffizienz geht noch immer voll gut klar. Ah, ich habe nicht erwischt, aber ich glaube, ich habe echt gut Schaden reingedrückt. Boah, da ist der nächste Motherfucker. Hitzeeffizienz immer noch wundervoll. Los, hinterher. Ach, hat er Glück gehabt. Shit. Alter, Balls Willigan, der räumt hier alles ab. Voll der verkackte Abstauber. Ich glaube, dieses Match wird insgesamt recht schnell vorbei sein. Zum Leidwesen meines gegnerischen Teams. Die hatten recht viele Teamkiller dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Es tut mir wohl leid für die. Aber nicht für mich. Ach, endlich habe ich auch mal einen bekommen. Saver Kill sogar noch dazu. Nice, 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 nice. Auf jeden Fall gibt es nach diesem Video noch ein Video. Für einen ordentlichen Waffentest muss man ja mehr als ein Video aufziehen, nicht wahr? Vielleicht wird das dann mal ein Video, welches nicht auf einer Ice-Map ist. Ah! Och Mann, das hätte man da sein können. Aber schade, auch schon wieder einen Saver-Kill gekriegt. Das liebe ich wohl an dem neuen System. Naja, es war schnell vorbei, hart und schmerzlos. Irgendwie sowas. Und ich werde nochmal eins aufnehmen. Also das hat mir schon mal fucking gut gefallen. Machen wir nochmal was davon. Mal schauen, wo stehe ich denn? Nur 434 Schaden in der kurzen Zeit. Das ist ein nettes Setup. Haut irgendwo hin, Leute. Ciao.